und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um die liturgischen Ausstattungselemente des frühchristlichen Kirchenbaus. Mit dem Begriff Liturgie bezeichnet man die religiösen Zeremonien und Riten des christlichen Gottesdienstes, die in einer bestimmten Ordnung und nach festgelegten Regeln ablaufen. Damit dieser Ablauf gut funktioniert, finden einige Elemente wie die Predigt oder die Taufe an festgelegten Orten im Kirchenraum statt und es gibt feste Einrichtungsgegenstände für bestimmte Zwecke. Wenn wir heute eine Kirche betreten, zeigt sich oft folgendes Bild. Ganz vorn befindet sich im Zentrum ein Altar, darüber ein großes Kreuz. Neben dem Altar sehen wir eine Kanzel oder ein Sprecherpult mit Mikro. Außerdem gibt es ein Taufbecken für die Kindertaufe und in katholischen Kirchen zusätzlich einen Beichtstuhl. In der Nähe des Altars stehen Sitzgelegenheiten für den Pfarrer und andere am Gottesdienst aktiv beteiligte Personen und den restlichen Kirchenraum füllen Bänke für die Gottesdienstbesucher. Musik spielt eine wichtige Rolle und den Gesang der Gemeinde begleitet an vielen Orten eine Orgel. Aber wie war eigentlich ein Kirchenraum im 6. Jahrhundert ausgestattet? Fragen wir doch einen Experten. Herzlich willkommen. Maximian ist mein Name. Seit 546 war ich Bischof von Ravenna. Hier stand, zu Beginn meines Wirkens, die Kirche des heiligen Vitalis kurz vor ihrer Vollendung. Diese wollte ich gerne zweckdienlich, aber dennoch kostbar einrichten lassen. Dafür holte ich mir Anregungen aus der Hauptstadt, Konstantinopel. Dort, in Konstantinopel, wurde im 6. Jahrhundert in mehreren Phasen der große Neubau der Hagia Sophia, der Kirche der Heiligen Weisheit, von Kaiser Justinian initiiert und prachtvoll ausgestattet. Obschon sich im Laufe der Jahrhunderte vieles an ihr verändert hat, lässt sich, durch zeitgenössische Beschreibungen und bis heute erhaltene Indizien, das Aussehen des Innenraums der Hagia Sophia zu meinen Lebzeiten, also im 6. Jahrhundert, sehr gut nachvollziehen und rekonstruieren. Begleitet mich also zu einem kleinen Rundgang durch die gerade fertiggestellte Hagia Sophia und lernt mit mir an ihrem Beispiel die liturgische Ausstattung eines spätantiken Kirchenbaus kennen. Betrat man einst das Innere der Hagia Sophia, den sogenannten Naos, fielen einem wohl sofort die hohen Schrankenanlagen auf, die den Raum untergliederten. Sie dienten dazu, die Gottesdienstteilnehmer in Klerus und Laien zu unterteilen und den Zutritt der Laien zu bestimmten Teilen der Anlage zu beschränken, so zum Bereich der Kleriker, dem sogenannten Presbyterium oder Sanctuarium. Aufgrund seiner um einer Stufe erhöhten Lage bezeichnet man ihn auch als Bema, dem altgriechischen Wort für Stufe. Anders als heute gab es für die Laien keine Sitzgelegenheiten. Stühle und Bänke fehlten. Lediglich der Klerus konnte auf einer halbrunden, mehrstufigen Klerikerbank, dem Synthronon, das auch hier in der Hagia Sophia in die halbrunde Apsis eingebaut war, Platz nehmen. Oben im Zentrum befand sich die Kathedra, der Bischofsthron. Dabei handelt es sich um eine hervorgehobene Sitzgelegenheit für einen Bischof, wie meiner Wenigkeit. Für die Lesungen aus der Bibel und zur Predigt begaben sich der Bischof und die Lektoren über einen abgeschrankten Gang, der Solea genannt wird, zum Leseplatz. In frühchristlichen und byzantinischen Kirchen nannte und nennt man diesen Ort nicht Kanzel, sondern Ambo. Er ist meist erhöht und in einigen liturgischen Regionen wie ein Turm gestaltet, sodass seine Plattform nur über Treppen erreichbar ist. Um das gesprochene Wort besser hörbar zu machen, stand und steht ein Ambo nahe an der Gemeinde. Im Falle der Hagia Sophia in Konstantinopel befand sich der Ambo, in Gestalt eines Turmes, sogar mitten im Innenraum unter der großen Kuppel, um den herum dann auch der Chor für die gesangliche Untermalung Aufstellung nahm. Ein ganz wichtiges Element, das wichtigste sogar, darf aber keinesfalls fehlen, nämlich der Altar. Dieser stand damals immer inmitten des Sanktuariums und war das Zentrum des gesamten zweiten Gottesdienstabschnitts. Zu Beginn der Entwicklung der christlichen Gemeindeversammlungen wurden noch einfache, bewegliche Tische als Altäre genutzt, die bei Bedarf in die Versammlungsräume hineingetragen werden konnten. Erst ab dem 4. und 5. Jahrhundert gab es dauerhafte Altäre, zum Beispiel aus Marmor. In der Hagia Sophia bestand der Altar sogar aus Gold, hatte aber immer noch die äußere Form eines Tisches mit vier Beinen. Dort, wie andernorts zu dieser Zeit, wölbte sich über dem Altar ein von vier Säulen getragener Überbau, das Ziborium. Sowohl am Ziborium als auch an der äußeren Schrankenanlage waren Vorhänge angebracht, durch die das Geschehen am Altar den Blicken von außen entzogen und so der Vorgang der Wandlung wie ein Geheimnis inszeniert werden konnte.
Schon in der frühen Kirche bildeten sich besondere Gefäße für die liturgischen Handlungen am Altar heraus, zum Beispiel Kelche für den Wein und Patenen, flache Teller für das Brot. Diese Gegenstände nennt man auch Vasa Sacra, lateinisch für heilige Gefäße. Der Taufort Indes lag zu meiner Zeit nicht im Hauptraum einer Kirche, sondern in einem Nachbargebäude, das als Baptisterium bezeichnet wird und von dem auch die Hagia Sophia eines besaß. Hier befand sich damals eine Piscina, ein knietiefes Wasserbecken, die Vorform des heutigen Taufbeckens, in der Menschen allen Alters durch Untertauchen oder Übergießen getauft werden konnten. Das war es nun soweit von mir. Ich hoffe, dass Ihnen, geneigte und geehrte Zuhörerschaft, der kurze Ausflug gefallen hat. San Vitale in Ravenna jedenfalls, wegen der ich meinen Blick in Konstantinopel wendete, konnte ich seinerzeit tatsächlich der Hagia Sophia nicht unähnlich einrichten lassen, was sich auch heute noch in Teilen erleben lässt. Statten Sie doch meiner Kirche einmal einen Besuch ab. Also, lasst uns Maximians Ausführungen einmal zusammenfassen. Was fehlt nun im Vergleich zu heute? Es gab weder Kirchenbänke noch Beichtgelegenheiten. Auf ein Mikrofon musste man verzichten und die musikalische Untermalung wurde nicht von einer Orgel begleitet, sondern es war nur der Chor zu hören. Wichtig ist, dass frühchristliche Kirchenräume durch fest installierte Schrankenanlagen in verschiedene Zonen untergliedert waren. Der Bereich für den Klerus ist hervorgehoben und für die Laien nicht zugänglich. Hier befinden sich der von einem Ziborium überfangene Altar und das Synchronon mit der Bischofskathedra. Der hohe Ambo steht aus akustischen Gründen nahe bei der Gemeinde mitten im Kirchenraum und ist mit dem Presbyterium durch eine Solia verbunden. Taufen finden in der Piscina in einem separaten Baptisterium statt. Da das Geschehen am Altar für die Gottesdienstbesucher durch Vorhänge am Ziborium und den Schrankenanlagen nicht einsehbar war, nahm man die Zeremonie ganz bestimmt als etwas sehr Geheimnisvolles und Besonderes wahr.